Was, das Kit hat mir 15 Pokebälle gegeben? Wow. Ja. Ui. Ich muss kämpfen. Budu? Was ist dein Budu? Knospi. Das habe ich nicht. Vielleicht. Das ist kein Knospi. Na gut, da warte ich auch mal auf dich und begutachte so langsam meinen Backpack. Ich habe einen Escape Rope. Jetzt habe ich ganz viele Pokebälle. Und ich habe vorher noch überlegt, ob ich mir noch welche kaufen soll. Ja, ich habe auch mal ein bisschen, bin auch deswegen ein bisschen geldmäßig runtergeflogen. Dann können wir jetzt hier nochmal in den Store reingucken, was man sich alles kaufen kann für lustige Sachen. Man kann sich ja besondere Mounts kaufen. One Shot. Nein, Pikachu. Und Surf Mounts gibt es natürlich auch. Die kostet teilweise 100, manche kosten 50 Credits und für 5 Dollar oder 5 Euro oder so bekommt man so 100 Credits. Ja, du musst aber gucken, die 100 Credits Pokémon sind Shinies. Ah, ich sehe es auch gerade. Die sind Shinies. Ups. Das sind kleine Shiny Checkers. Auch zwei Shigis, ja gut. Dann gibt es noch hier Headgear, dann kann man sich ja lustige Sachen auf den Kopf packen, wie zum Beispiel eine Iron Man Maske oder eine Sailor Moon, allerdings nur für Female Only. Das finde ich echt immer noch schade, ne? Na gut. Also ich habe mir auf dem blauen Server, weil ich hatte ja mal einmal gepaid, ja, ich bin Payer, wow. Habe ich mir Team Rocket Kleidung geholt. Weil zu der Zeit gab es nämlich noch kein Team Magma Aqua. Aber gut. Ist auf jeden Fall trotzdem ziemlich nice. Aber einen Hexenhut kann man sich aufsetzen. Der ist nicht female only. Das ist aber so eine coole Frisur. Vor allem, ist ja Pokémon im Ursprung ein japanisches Spiel. Das heißt aber auch, dass man ja ein bisschen cosplayen könnte, auch als Mann. Das geht ja aber nicht. Nicht frech. Sollte man meinen, ne? So, ich hab mein Knospi ist Level 12. Und Klamotten kann man sich auch noch holen. Zum Beispiel die Iron Man Klamotte. Ja. Ja, Goth Scion sieht sehr merkwürdig aus. So, okay, kann für mich weitergehen. Ja, also ich habe jetzt Pokebälle en masse. Ich habe ein Escape Rope. Mein Pikachu ist down. Ist tot? Ja, das erste Shigi hat ein bisschen ziemlich doof gehauen. Das war nicht so schön. Aber dafür ist mein Knospi jetzt Level 12. Nämlich das hier. Zack, zack, zack. Was schreibt ihr da unten? What time is it for you? It's time to play some Pokémon. Gut, okay. Gibt es jetzt hier noch Trainer, die wir besiegen können? Oder? Also guck mal, das sind Safari-Zonen-Bäume eigentlich hier. Naja. Also ich kann definitiv noch Trainer bekämpfen, die du noch nicht hattest. Die du schon gemacht hattest, sagen wir mal so. Ja, ab ein oder zwei Trainer habe ich ja gemacht. Den zum Beispiel. Ne, den hier. Den Bugcatcher Rick, den habe ich auf jeden Fall schon bekämpft. Mit dem habe ich jetzt auch mal einen Spaß. Manche haben hier solche Symbole über ihren Köpfen. Kann man sich die auch kaufen? Diese Symbole sind Gilden-Embleme. Du kannst ja nämlich Gilden erstellen. Ah, okay. Aber, soweit ich weiß, kannst du eine Gilde erst erstellen, wenn du mindestens 100 Stunden gespielt hast. Und du brauchst 100 oder 150.000 Poké-Dollar für die Erstellung der Gilde. Wenn du so lange gespielt hast, hast du wahrscheinlich auch ein bisschen Geld. Naja, gut, ich habe jetzt mindestens 100 Stunden schon gespielt, aber das Geld habe ich nicht. Ah, hier gibt's Geld. Okay. Man sollte eher Pokémon traden, weil Pokémon, je nachdem wie sie gute Werte haben, vielleicht sogar Shinies, gibt es ganz gut Geld. Man kann die Sonderbonbons gut verkaufen und man auch schon eigentlich sein Geld verdienen kann. Ach, gegen den habe ich auch schon gekämpft, hier gegen den Camper Duck. Ja, aber ich denke mal, ich durfte eigentlich gute Chancen gegen Rocco haben, weil mein Mankey hat zwei Kampfattacken. Ich habe noch alternativ Knospi mit Stachelspor und Absorber. Glumanda dürfte sogar Rauchwolke haben. Ich bin vorerst ganz glücklich über meinen Ponita. Ich werde mal meinen Pokewiki mal eben nachschauen. Pokewiki nach Ponita, was er denn so für Attacken lernen kann und wann? Brauchst du nicht gucken. Du kannst nämlich einfach auf Pokédex klicken. Kann ich das? Ja, guck Pokédex, mal. Pokédex, Search. Dann gehst du auf Ponita.
Blick. Und dann siehst du die ganzen, dann siehst du unten rechts so, also mittig rechts, siehst du dann die Attacken, die sie lernen. Ja, okay, da steht aber nicht da, ob es jetzt Spezialattacken sind oder physische Attacken. Das ist schade. Das steht nicht dabei, das ist schon richtig. Ja, vergleichen in die erste richtige Spezialattacke ist Glut, die hat es natürlich schon, aber dann Feuerwirbel zum Beispiel mit Level 25. Firespin, ja, okay. Ah, hier sieht man auch, wo man es fangen kann und zu welcher Tageszeit. Richtig. Und genau, ob im hohen Gras oder im Wasser, alles klar, richtig, cool. Richtig. Und hier haben wir auch zum Beispiel ein Beispiel bei Dodo. Desert Lagoon ist Member-Chip. Das heißt, man kriegt das an der Stelle nur als Member-Chip, also als, ja. Moment, Dodo, hast du gesagt? Ja, ist die 84, ist direkt eigentlich eine Reihe unter Bonita. Dodo, okay. Wenn du da runter scrollst, siehst du Desert Lagoon in etwas Rosé-Farben. Mm-hmm. Und das ist Member-Chip. Ah, das ist für die Members. Die diese Medaille kaufen. Für die Membership muss man sich die Coins kaufen. Gegen die Coins kann man in irgendeinem Schiff, kann man sich dann den Membership da kaufen oder so. Ein Kram habe ich gelesen. Genau. Guck mal, Bugcatcher Geralt, habe ich auch schon gegen dich gekämpft? Ja. Meiner. Aber die geben mir keine Erfahrungspunkte. Aber Geld, das ist ja schon mal das Wichtigste. Ja. Oder ein Baumpel. Ich werde übrigens die meiste Zeit, wenn ich im Chat bin, hier im Lomgrace-Chat sein, weil mir die ganzen Trade-Offers und so weiter auf den Kranz gehen irgendwie. Ja. Manchmal ist es echt fail, aber das Problem ist... Ja, ich habe auch keinen Moment, kein Interesse am Tausch, ehrlich gesagt. Ich kann doch noch gar nicht tauschen, davon abgesehen. Nee. Also es ist so, wir hatten es auch vorher versucht, aber das habe ich vergessen gehabt. Tauschen kann man erst, wenn man den Regenbogenorden hat. Und das ist, glaube ich, der 4. oder 5. Orden, den man bekommt. Und wenn man diesen erst hat, dann kann man tauschen. Deswegen ist ein bisschen blöd gemacht, aber gut. Ja, nur gut, das ist was gegen, die oder Leute, die halt Pokémon tauschen, um zu pushen. Genau. Oh. Gibt ja Spieler. Flame Wheel. Flammenrad. Es gibt ja Spieler, die nutzen es quasi aus, indem halt die Sachen geschenkt bekommen und. Eule oder Tail Whip? Wen vergesse ich? Was meinst du? Tail Whip. Rutenschlag, würde ich sagen, oder? Denke ich auch. Oh, schon wieder ein dieses Beetle. Nebenbei habe ich schon alle Pokémon hier gesehen, die man fangen kann. Zumindest sollte sich, glaube ich, kein Fenster mehr, keine Fläche mehr öffnen. Hier oben. Ja, du hast ja oben rechts, dass du dieses Bildchen, wo du das aufklicken kannst. Ah, da siehst du auch, welche du davon schon gefangen hast und welche davon Items halten können. Genau, richtig. Ah, coolio. Gut, weiter geht's. Zum Pikachu. Und zwar, es ist halt so, viele wollen das Pikachu gerne zu Raichu entwickeln. Ist ja jedem selbst überlassen, ob er es macht oder nicht. Aber wenn man ein Pikachu hat mit dem Item Kugelblitz, ist man viel stärker als ein Raichu. Weil das Kugelblitz-Item auch nur für Pikachu geeignet ist. Das kann, glaube ich, kein anderes Pokémon, also kein anderer der Entwicklungsreihe tragen. Und wird halt von den meisten empfohlen, wenn man es verkaufen kann, wenn man es bekommt, kann man es sehr teuer verkaufen, weil die Droprate von den ist ein bisschen oho. Nebenbei, ich habe jetzt ein Glutexo. Oh, hast du weiterentwickelt? Jo. Nice. Jetzt habe ich ein stolzes Glutexo hinter mir laufen. Und zwar, was jetzt auch dazu kommt. Es werden von einigen Spielern empfohlen, die Pokémon an erster Stelle, also die erste Entwicklung zu lassen. Weil man am wenigsten an Erfahrungspunkte braucht. Weil je stärker die Pokémon oder je entwickelter sie sind, desto mehr Erfahrungspunkte brauchen sie. Aber im Grunde ist es jedem selbst überlassen, ob man die Pokémon jetzt entwickelt und dann trainiert, was dann halt ein Akt ist, oder ob man die direkt durchgehend trainiert. Als quasi Glumanda. Ist jedem selbst überlassen, aber naja. Ja, mein Pomita ist übrigens ziemlich kacke in Normalattacke. Das hat einen IV-Wert von 2. Autsch. Ja, deswegen gehe ich da voll auf Spezialattacke bei dem. Jo. Besser ist das. Oh, Camper Christina möchte gegen mich kämpfen. Hallo. Mit einem Level 9 Weedle.
Wheel, wheel, wheel. Wheel, 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 wheel. Putz, es ist weggebrannt. Flame Burst. Das finde ich auch cool. In der Zeit, wo die Mega-Entwicklungen eingeführt wurden, da hatte oder gab es ein Bild mit Digimon, wo quasi der Tai, hieß er, glaube ich. Der Hauptcharakter, mit, der Chef sozusagen, genau, der ersten Gruppe. Hm. Genau, mit Greymon. Ja. Stand, weil ist ja, glaube ich, die Mega-Entwicklung Ultra oder so. Ach, bin schon durchgegangen, okay. Weiß es nicht. Warte, ich schau das mal eben nach in der Digipedia. Greymon ist Level Champion. Ja, weil das Greymon wurde nämlich dann quasi mit dem Glurak Y kombiniert quasi und dann guckt dann dieses Greymon so über Glurak Mega-Entwicklung. Hä? Das fand ich ziemlich witzig. Oh, hier sind zwei Pokémon, die ja noch. Und eins ist, eins ist Membership, oder? Korrekt. Sollte Membership sein, soweit ich weiß. Es hieß mal, der Sess hätte es wohl gesehen, gefunden gehabt. Weil es ist so, dass du, je nachdem, welche Region du bereist, ist aber ein Gespräch. Achso, nee, geht schon wieder. Ein paar grau aussehende Leute stehen vor dem Pokémon Center. Dunkle Gestalten, besser gesagt. Ach, guck an, Team Rokodo. Jess und James. Okay. Don't do that. Hier Basil got away. Cool. Das sind jetzt hier so Sachen wie aus dem Anime damals. Das ist ja Team Rocket. Aber die, was? But why are they wearing white uniforms not the usual black like on TV? wieso? Das hier vor sich haben wir noch halt weiß angehabt. So. Wir können uns durch die schöne Stadt Pewter City angucken. Hier ist übrigens Rocco. Moment, die glauben ja gerade übelen Scheiß. So, blasting off. Did you mute das Talk? Achso, da hinten. Ich bin noch an dem, ach so, du hast, an dem Ding lesen. Achso, okay. Ja, ich hab's jetzt vorgespult. Ja. Hätte ich vielleicht nicht tun sollen, damit die. Ja, kannst du dein Pokémon vielleicht mal noch ein bisschen heilen? Achso, hab ich schon. Achso. Ich war schon ready. Okay. Folge mich mal. Ich folge dich. Chuck, oui, folge mich. So, hier haben wir den guten Brock. Jacques Putzen. La mer. I will not battle here. Meet me at the gym. Okay. Dann gehen wir doch einfach mal. Folge mich. Hier. Frying Pan und Drying Pan, sage ich dazu nur. Falsche Richtung. Brock is looking for a new challenger. Why don't you face him? Und darf ich nicht weitergehen? Da sagt der Typ. Ja, ich weiß, das ist aber falsch. Mach schon mal mein Squirtle an, die Fürste Stele. Du löst ja auch gerade falsch. Ich lauf so. Ich lauf falsch? Ja, also du hast jetzt quasi einen Umweg gemacht. Aber so kann man halt die Stadt ein bisschen zeigen. Ja, guck mal, da ist ja die Arena, ich sehe es gerade. Yep. Bin in dem Stil beim GBA oder so. Ja. Mal erstmal mit dem Typen sprechen, gibt er uns auch ein Tafelwasser? Nee, ich glaube nicht. So, jetzt habe ich den Camper Jerry vor mir. Den Jerry. 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 Geodude. Hey, yo, er hat einen Geodude. Ich finde den Namen Geodude mega nice. Ja, auf jeden Fall besser als Kleinstein. So, dann komm ich mit meiner Aquaknarre und spiele den erstmal away. Oh, der ist Level Fragezeichen, krass. Ja, die sind unbekannt, ziemlich stark. Natürlich, Magnitude 8, nice. Magnitude 6. Tschüss, Knospi. Was ist denn das für ein Shit? Intensität. So? Intensität. Ich hab den gar nicht besiegt. Das ist ja eine Sau. Da krieg ich erstmal noch einen Tackle vor den Kopf. Putz. Danach werde ich aber direkt wieder in den Fokus hintergehen, weil ich meinen Knospi schon gerne dabei hätte. Oh, und ein Sandan. Morgan. Was? Das ist nicht sehr effektiv. Okay. Karate-Chopper. Boah, das muss einen ziemlich guten Level haben. Es war sehr effektiv und es ist nur fast down.
Ich hab drei, es ist ein 3-Hit. Oh Gott, Bubble.